Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Wir sind hier im Frühling. Tagebuch. Wo sieht man das hier? Okay. Wir sind im Frühling angekommen. Der Winter ist vorbei. Wir haben jede Menge Feldarbeit zu machen, wo wir gleich die Scheunenknechte am besten umpriorisieren auf die Landwirtschaft. Bitte in die Feldschuppen rein. Dann brauchen wir noch Landwirtschaft, einen guten, das ist ein Landwirt, ein Koch, einen Holzfäller hätten wir noch. Einen Koch brauchen wir unbedingt. Aber den Holzfäller können wir abziehen. Der geht mit in den Feldschuppen. Den Koch, wenn wir den wegziehen würden, hätten wir noch einen Dreier. Geralt. Der könnte einspringen. Gut, dann ziehen wir den hier weg. Der geht bitte auch mit in den Feldschuppen. Und Geralt. Der hat ein bisschen schlechte Laune, okay. Der geht mal. Achso, das ist ja meiner, der ist zu jung. Haben wir noch einen Dreier? Dann leben wir erstmal mit einem Koch. Wir haben mal genug gekocht letztens. Da sollte genug da sein. Und Samen sind alle da. Säckchen müsste ich gleich noch ein bisschen nachproduzieren. Sonst wird das ein kurzes Erlebnis. Gehe ich mal kurz ins Lager, mal ein bisschen Leder. Mit. Dünger können wir mitnehmen. Ja. Den Weizensamen, den können wir auch mitnehmen. Mohnsamen. Und den Rest lassen wir hier. Dann gehen wir kurz in die Schneiderei. Und machen dort Säckchen. Das war, glaube ich, hier, genau. 17 Säckchen, kurzer Cut. So, die letzten Säckchen waren gerade genäht. Und dann schaffen wir alles in den Feldschuppen. Die ersten sind auf dem Bild. So. So, den Dinger können wir reintun. Dann müssen wir vielleicht auch nochmal nachkaufen gehen. Und wir haben natürlich noch Steuern zu zahlen. 1970. Da werden wir auf jeden Fall noch was verkaufen gehen müssen. Den Mohnsamen tun wir noch rein. Und die Weizenkörner. So, okay. 1, 2, 3 Mann sind auf dem Feld. Da hinten sehe ich, der Hafer ist fertig gleich. Und das Hafer war, ich glaube ja. Ne, Roggen ist fertig. Okay. Wir gehen aber erstmal Dünger nachkaufen. Und dann nehmen wir gleich noch am besten was mit. Ein bisschen Essen verkaufen. So, was haben wir denn viel? Eintöpfe, Fleisch mit Soße oder Kohlsuppen? Kohlsuppen haben wir sehr viel, dann nehmen wir 33 mit. Fleisch mit Soße nehmen wir 10 mit. Und ein bisschen Platz, dann nehmen wir noch Eintöpfe mit, vielleicht auch nochmal 10 Stück. Dann sind wir schon fast voll. So, haben wir jetzt noch ein bisschen was, was nicht funktioniert. Okay, Tierhaltung, Produktion, gut, läuft alles. Kein gravierendes Problem aktuell.
Maschinen schön ausgesät und Dünger ausgebracht und gehackt. Alle sind bei der Arbeit. Hier die Karotten, die wachsen schon aus dem Winter. Sehr schön. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung Denica. Verkaufen und Dünger einkaufen. Denn wir haben noch ein bisschen Feldarbeit zu machen. Den Weizen, den Hafer können wir ausbringen. Brauchen wir noch unbedingt Dünger. So, wieder ein bisschen Ausschau halten nach Tieren. Habe ich eigentlich jetzt ein Messer mit? Ne, leider nicht. Können wir uns vielleicht noch eins machen? Ja, ein Steinmesser. Einfaches. So. Sind die Vögel natürlich etwas schlechter zu sehen. Okay. Das auch. Gut, eine Krähe legt. Hier sind glaube ich noch ein paar Tauben. Okay. Gut, dann gehen wir verkaufen zum Viehhändler. Zum Landwirt, da müsste hier sein. How is life treating you? My wares ever disappoint. Töpfe, Fleisch mit Soße, Kohlsuppen. Zack, dann haben wir erstmal genug Kohle wieder. Stöcke kann man noch raushauen. Die Kohlsuppen, ah, der hat kein Geld mehr. Okay, dann kaufen wir mal den Dung ein. Den Dünger. So, und dann können wir noch die restlichen Kohlsuppen vorbekommen. Und dann haben wir sie alle leer. Dann können wir noch ein bisschen Dünger nachkaufen. Vielleicht so für 10 Kilogramm. Und dann können wir zurück. Ja, okay, dann haben wir schon fast die Steuer wieder zusammen. Hier hat man noch eine Produktion, einen Landwirt und noch Gewinnung. Und die hier können wir vielleicht mal anheuern. Vielleicht bauen wir noch ein weiteres Haus. Zack. Ah, verdammt, vorbei. Wo ist mein Pfeil? Nicht zu sehen, nein. Da ist noch ein Federficht. Weg. Okay. Da ist noch eine Krähe. Zurück und liefern den Dünger ab. Hier sind glaube ich noch irgendwo Seeadler, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ob wir einen sehen. Und so.
Ah, eine Freischaltung in der Technologie. Nahrungsmittellager. 2. Ein Lager aller verderblichen Nahrungsmittel, die von den Arbeitern gesammelt werden, hier gelagert, geräumiger, stabiler gebaut als seine Vorgänger sind. Alle Lager desselben Typs teilen sich im Tag. Okay. Also ein bisschen stabilere Version. Kein Vogel da. Ein Seeadler hätte ich gerne noch zerlegt. Der gibt nun sehr viele Federn ab. So, der geht jetzt zum Ernten bereits. Das wollte ich auch mit meiner Sense eigentlich machen. Weil ich mehr Ertrag bringe. Das sollte vielleicht die Siedel rausnehmen. Genau, den nehmen wir raus. Dann legen wir noch ein bisschen Dünger rein. Den Dünger muss ich selber anfertigen. Zack, dann nehmen wir kurz einen Cut. So, Dünger ist angefertigt. Den legen wir auch mit rein. Da haben wir wieder 110 Dünger, sehr schön. Dann liefern wir das Fleisch ab. Was wir durch die Krähen bekommen haben. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns unsere Sense und gehen Roggen ernten. So. Ablegen, der Winter ist vorbei. Den Curve-Bogen können wir erstmal ablegen. Die Bronzepfeile. Die auch. Leder. Und dann brauche ich meine Bronzesense. Ja, wie geht's? How are you? Ja, sie ist glücklich, 82% Stimmung. Einen Schluck trinken vor der Feldarbeit. Und dann gehen wir Roggen ernten. So, der Mann da hinten, der erntet schon. Muss man uns bitte beeilen, dass der nicht zu viel wegerntet. Ausruhen. Ist irgendwo ein Wildschwein in der Nähe. Gut, Feld ist abgeerntet. Das können wir dann in die Scheune legen. Da können wir dann die
Scheunknechte das Dreschen. Roggen, 780 Roggen. Sehr schön. Hier haben wir noch ein bisschen Dung. Den können wir noch herstellen, den Dünger. Und dann wieder in den Feldschuppen reinlegen. Und dann kümmere ich mich mal um das Wildschwein. Das war bedrohlich nah an meinen Feldern. Brauche ich aber erst meinen Bogen. So, hier sind sie wieder rein. Mein Bronzepfeiler. Und mein Likörfbogen und mein Steinmesser. Zack. Und zurück zum Feld. So, das ist ausgebracht. Sehr schön. Hier ist er noch am Aussehen. Hier ist schon alles ausgesät. Perfekt. Da wird noch gearbeitet. Naja, der hat schon einen gefunden, den er ärgern kann. Keine Pfeile. So, jetzt ist irgendwas passiert, irgendwas läuft nicht. Landwirtschaft, Tierhaltung, Produktion. Werkstatt hat kein Material mehr. Was machen die? Holzschalen, Holzteller. Heißt, die haben keine Stämme mehr. Dann werde ich mal hier beim Holzfäller, der noch über ist, anpassen, dass der weniger Brennholz macht, sondern erstmal Holzstämme, da wir auch ein bisschen bauen wollen. Und Holz, Brennholz sollten wir eigentlich noch genug da haben. So. Dann sollte eigentlich schnell was reinkommen. Können wir eine Axt bauen, da brauchen wir Stöcke und Steine. Beziehungsweise wir holen uns mal unsere Kupferaxt. Die Kupferaxt, den Holzhammer, noch eine Schaufel. Dann nehmen wir erstmal die her. Kupferaxt auswählen. Gehen selber mal ein bisschen Holz besorgen. Also ja, kleine Hügel. Und den Schaufel brauchen wir natürlich. Den Rekurvbogen sollten wir noch in der Hand behalten. So, das bringen wir erstmal ins Lager.
Holzstämme, 21. Da haben sie erstmal wieder genug und können weiter produzieren. Dann machen wir mal den Eimer voll. Brennholz haben wir gesagt, wie gesagt, noch sehr viel. Den Rockentumor umlagern. Das Stroh können wir auch umlagern. Das war ziemlich viel. Gut, machen wir erstmal den Eimer voll. Fleisch kann auch rüber. Fleisch wird es auch langsam knapp. Ich brauche unbedingt noch einen Jäger. Das bringt mich zu dem Punkt. Wir sollten noch ein Haus bauen. Holz haben wir. 4. Haben wir noch ein paar Steine über? Hier nicht. Steine, das reicht für die Grundsteinlegung. Und da haben wir hier noch ein schönes Haus. Ja, wieder ein Wildschwein, was Ärger macht. Erwischt. Messer brauchen. Drücken wir einen Stein umlegen, ja. Auch noch ein Messer. Und heute das Ficht. Dann setzen wir das Haus. Natürlich wieder ein einfaches Haus, nicht das billigste. Und setzen das hier so ran. Und bauen erstmal das Fundament fertig. Steine bauen. Ja. So. So, und dann brauchen wir Holzstämme. Die werden wir uns selber besorgen, dass wir nicht die Produktion dann noch in Mitleidenschaft ziehen. Dann legen wir auch noch ein bisschen was ab, damit wir genug Kapazität haben zum Tragen. Das Fleisch kann weg. Dann den Rocken wollte ich noch ablegen, oben zum Dreschen. Den kann ich hier ablegen. So. Was habe ich noch im Inventar? Federn, einen Haufen. Leder ablegen. Geht alles nochmal ins Lager. So, Federn gehen rein. Leder geht rein. Stöcke können rein. So, dann Holz hacken. Nehmen wir gleich die hier.
Gehen wir erstmal bauen. Machen wir erstmal wieder Holzwände. Schon mal die Seiten anpassen. Und das Dach machen wir wieder aus mit Dachschindeln. Ordentlich. Es wird schon langsam düster. Schauen wir, ob wir noch Holz im Lager haben. Bretter können wir schon mal rausnehmen, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Holzstämme 41. So, da haben wir erstmal gut überladen. Holzstämme da.
wird schon auch dunkel. Dann mache ich mal die Fackel an. Okay. Der Jäger arbeitet anscheinend noch. Produzieren müssen. So. So. Dann schauen wir nochmal ein Lager. Wir haben sogar was. Tja, ein Baumstamm. Und können das mal zum Holzfäller, um Bretter zu produzieren. Für das Dach. 15 Bretter. Kurzer Cut. So, die Bretter sind fertig. Dann legen wir uns erstmal hin. Bis zum nächsten Morgen. Da es schon sehr duster ist. Ja, das Kind ist sogar noch wach. Was ist denn hier los? Wo geht es denn jetzt in die Bett? Mann, Mann, Mann. Gut. Hallo da. Ich habe einen gebratenen Fischfilet bekommen. Erstmal. Und dann gehen wir weiter ans Werk. Und machen am Dach weiter. So, haben wir noch mehr Bretter. Holzstämme nehmen wir nochmal 10 raus oder 14. Brennholz haben wir noch genug. Gut. Machen schnell noch ein paar Bretter. Kurzer Cut. So, die Bretter sind jetzt gleich fertig. Dann klopft man die erstmal rein. Das wird nicht ganz reichen.
den neuen besorgen. Meine Achse ist auch gleich kaputt. Das war, glaube ich, noch meine Kupferaxt, genau. Tja. Da muss ich mal schnell nach Hause. Meine zweite Kupferaxt holen. Seine Sau wieder draußen, meine Fresse. Und einen neuen Hammer brauchen wir. So, einen machen wir noch. So. Mal kurz den Arbeitsplatz, sorry. Und wir machen die Bretter fertig. Dann ja, kurzer Cut. So, die Bretter sind gleich fertig. Da werden wir noch den Rest des Gebäudes fertig machen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Holz für drin. Da tue ich noch mal kurz einen Baum fällen. Gewinnung. Gewinnung ist gut. Da können wir nämlich jetzt hier das Erz vervollständigen um 50% und kriegen dann noch mehr Erz raus. Sehr gut. Als nächstes wäre dann, denke ich mal, Tragen zu skillen und dann dieses Tonvorkommen. Genau. Gut, dann gehen wir zurück zum Haus. Mein Hammer muss ich noch auswählen. Dann möchte ich dringend mal was essen. Genau. Gut, fertig. Können zwei weitere Bewohner einziehen. Feldschuppen wird mir jetzt angezeigt. Landwirtschaft, Feldschuppen, kein Material mehr. Er bräuchte. Was genau? Ist fertig. Wahrscheinlich noch Dünger. Gut, legen wir erstmal die Bausachen ab. Und essen eine Kleinigkeit. Holz weg, Schaufel weg. Kupferaxt weg.
Retter kann ich abgeben. Dann nehmen wir uns. Na, brauchen wir nichts. Geben wir erst kurz was essen. Wie schaut es hier aus mit dem Essen? Okay, nicht so schlecht. Drei Eintöpfe. Bin ich erstmal wieder gestärkt. Dann schauen wir mal, was los ist im Grabungsschuppen. Säckchen sind da, Holzhacken sind da, aber kein Dünger mehr. Daran liegt es wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz haben wir noch genug Leinsamen, den ich ausbringen würde gern. Im Frühling. Zwiebeln hatten wir auch noch ein bisschen. Aber Leinsamen wäre nicht schlecht. Dann machen wir mal ein neues Feld. Und zwar hier hinten. Ja, nicht Zäune, sondern ein Feld. Zack. Und das Feld wird mit Flachs bestellt. Dazu brauchen wir natürlich auch wieder Dünger, den wir uns jetzt holen werden vom Nachbarn. Irgendwas war doch mit Speisemorcheln. Ich glaube, ich kann doch da Pilzsuppe. Küche 2. Rühren mit Pilzen, genau. Das war glaube ich mit Speisemorcheln, aber keiner nicht. Da brauche ich also noch keine Speisemorcheln sammeln. So. Das scheint ja drin zu sein. Hey, friend. Only the best products here. Den restlichen Dünger hätte ich gern. Federn könnte ich dir verkaufen, da habe ich genug. Bretter. Ja, kannst du kriegen. Holzstamm, und das kannst du auch gerne kriegen. Gut. Rest brauchen wir glaube ich nicht. Okay, was hast du eigentlich für einen Preis für Stroh? Never disappoint. Stroh, ja, recht billig. Okay. Okay, bringen wir das mal zurück. Und dann müssen wir überlegen, wo wir noch Dinger holen könnten. Vielleicht in Gostovia, da auf jeden Fall. Und wir müssen ja eh Steuern zahlen, die wir jetzt noch nicht ganz vollständig haben. Dann müssen wir vielleicht nochmal eine Kochaktion machen. Okay.
Wird auch schon angegraben, sehr schön. Ja, eindeutig ein Düngermangel. Da können wir vielleicht mal einen reinschicken zum Dreschen. Die vielleicht, die geht zum Dreschen. Ne, die ist beim Hühnerstall. Du gehst da rein. Zum Scheune. Und in der Scheune drischst du mal den Roggen. Da ist auf jeden Fall genug da. Okay. Oh ja. Dann gehen wir mal in die Küche. Dann schnappen wir uns etwas Fleisch. Kohl. Und Teller. Schau mal ein paar Mal. Sollten wir jetzt eigentlich wieder genug haben. Genau. Ab zur Küche. So, indem wir jetzt die 23 Kohlsuppen anfertigen. Ist, denke ich mal, auch die Folge am Ende. Wir werden jetzt die Kohlsuppen fertigstellen und dann, denken wir mal, nach Kostovia gehen, um unsere Steuern zu bezahlen und noch Dünger einzukaufen. Und dann, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr den Kanal unterstützen wollt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.